Sie sind hier, 1. Juli 2018, 10.02 Uhr, von Milena Belogurtseva, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Markus Weinzierl trainierte den FC Augsburg, bevor er zu Schalke 04 wechselte. Urheberrecht Getty Images. Markus Weinzierl und Schalke 04 einigen sich nach langen Verhandlungen über eine Abfindung. Aus finanzieller Sicht ist die Einigung ein Vorteil für die Knappen. Ex-Trainer Markus Weinzierl hat sich nach über einem Jahr mit seinem ehemaligen Arbeitgeber FC Schalke 04 auf die Auflösung seines Arbeitsvertrages geeinigt, berichtet die Bild. Die Abfindung beläuft sich demnach auf 1,5 Millionen Euro. Dadurch spart der Verein aber trotzdem Geld. Das Jahresgehalt von Weinzierl wären 3 Millionen Euro gewesen. Die Vertragsauflösung ist auch in seinem Interesse. Ihm lagen wohl Angebote von Werder Bremen, VfB Stuttgart sowie Österreichs Nationalmannschaft vor. Wegen des laufenden Schalke-Vertrags war eine Zusage von Weinzierl nicht möglich. Zwist zwischen Weinzierl und Schalke. Das belastete Verhältnis zwischen Schalke und dem damaligen Wunschtrainer ließ eine schnelle Auflösung scheitern. Der Verein war unzufrieden mit dem 10. Platz in der Bundesliga-Tabelle. Die schnelle Entlassung von Weinzierl nach nur einer Saison bei den Königsblauen sorgte ebenfalls für Streit. Man hatte die teuren Neuzugänge wie Nabil Bentaleb von Tottenham Hotspur und Yevhen Konoplyanka vom FC Sevilla spät verpflichtet. Sie schlugen nicht eins. Konoplyanka kritisierte Weinzierl im Nachhinein hart und nannte ihn einen Feigling. Der Club ging dagegen nur bedingt vor. Von Milena Belogurtseva folgen es. Milena Belk. Milena Belogurtseva, Jahrgang 1996, absolviert 2019 ihren Bachelor Englischen American Studies und Ibero-Romanistik an der Friedrich. Mehr